und herzlich willkommen auf meiner Airsoft Couch. Es ist Zeit für das nächste Review. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir heute mal eine GBB-Waffe zur Verfügung gestellt, wurde uns das Ganze von Bugatti. Und wir schauen mal, ob diese GBB was reißt oder auch nicht. Man weiß es nicht. Draußen ist es warm, ich will in den Pool und leg mal los. Wir schauen natürlich auch nach, wie diese Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt zu euch in diesem doch sehr schönen, designten, schwarzen, einfachen Pappkarton. Was ist dabei im Lieferumfang? Wir haben hier oben einmal einen Speedloader und ein paar Testkugeln im Gewicht 0,25 Gramm, Zahlendreher. Dann haben wir noch eine Bedienungsanleitung zur KJW KC02 Version 2 an für sich. Wie man die Waffe lädt, wie man sie schussbereit macht, wie man das Hop-Up einstellt und so weiter. Und dann haben wir noch ein kleines Katalogchen dabei, was es alles so gibt. Bugatti ist hier ja Hauptvertreter, sage ich jetzt mal, im Bereich KJW-Waffen, Pistolen etc. Schaut es einfach mal an. Link schicke ich euch unten oder habe ich euch in die Artikelbeschreibung verlinkt. Gut, natürlich ist die Waffe selber dabei und das Magazin, Gasmagazin in der Hinsicht. Gibt dazu noch CO2-Magazine und ein Bogenmagazin, Bananenmagazin nennt sich das auch. Und ja, wie gesagt, auch unten in der Videobeschreibung. Machen wir weiter wie immer mit der Verarbeitung. Die Verarbeitung von dem Gewehr ist sehr gut. Wir finden kaum Gussnähte, nur leichte Gussnähte am Kunststoffbody, aber ansonsten ist es nicht der Rede wert. Der Außenlauf ist aus Metall hergestellt, also aus Aluminium, um genau zu sein. Dreht man die Schutzkappe ab, so kommt ein 14 mm Negativgewinde zum Vorschein und ihr habt allen möglichen Spielraum, zig verschiedene Mündungsfeuerbremsen, Schalldämpfer oder sonst was, worauf ihr halt Bock habt. Am vorderen Handguard befinden sich auch noch drei Railschienen, die hier jetzt mit Dustcovern versehen sind, aber an für sich und zum Anbringen zahlreicher Frontgriffe oder Fakeboxen oder was auch immer, worauf ihr halt gerade Lust habt, ist auf jeden Fall Platz vorhanden. Das Hauptgehäuse hier ist aus Kunststoff, also der Body aus Kunststoff gefertigt. Das Magazin als auch die Top Rail ist hier aus Metall gefertigt, das Magazin sogar aus Stahl. Der Abzug und die Sicherung ist hier ebenfalls aus Metall gefertigt, das auf jeden Fall der Stabilität zugute kommt. Am Ärschle von dem guten Stück finden wir noch den Standard M4 Handgriff. Man kann hier leider nicht, Gott weiß, beliebig irgendeinen Handgriff anbringen. Meines Wissens nach gehen nur GBB, M4 GBB Handgriffe, die können beliebig angebracht werden, SAEG leider nicht. Die Stocktube hier aus Metall gefertigt und frisst alle Arten an M4 Stocks, MacPull, wie auch immer. Also wie gesagt, da könnt ihr euch austoben, ist überhaupt kein Problem. Machen wir weiter mit der Visierung. Die Visierung bei der Waffe ist leider aus Kunststoff gefertigt, aber doch relativ hochwertig verarbeitet. Sie lassen sich aufklappen in Form vom Rear und vom Frontside. Das Rear Side hier zu sehen ist schön smooth durch einen kleinen Kippschalter aufklappbar und lässt sich auch noch in der Breite verstellen. Das Frontside, wie hier zu sehen, ist leider starr, lässt sich nicht einstellen, lässt sich aber ebenfalls genauso schön smooth aufklappen wie zum Beispiel das Rear Side. Hop-Up-Einstellung ist an der Top Rail einfach die Hop-Up-Einstellung ist einfach zu machen über ein Rädchen auf der Top Rail. Dazu aber später im Technikbereich noch mehr. Da hatten wir. Machen wir noch schnell die Markings. Wir haben auf dem Schützen linken
Rückenseite lediglich einen kleinen Schriftzug von Made in Taiwan bei KG Works, und auf dem Schützen rechten Seite haben wir das Standard Begarde Kaliber 6 mm und das F55 und drunter noch, natürlich noch eine kleine Artikelbezeichnung, in dem Fall KG Works KP02. Haben wir die Verarbeitung nun hinter uns gelassen, kommen wir nun zum inneren Teil von der Waffe, ob das auch leistungstechnisch für den Preis, was man bezahlt, gerechtfertigt ist. Dafür gehen wir wieder rüber zum Werkstatt-Hobby und der zeigt euch, wie sie von innen aussieht. Danke, und jetzt kommen wir zum Inneren von der KC02 oder auch 1022 genannt. Ich habe jetzt schon mal die Schrauben gelöst, soweit, dass man die Mechanik vom Body trennen kann. Man muss hier eine Schraube lösen, dann muss man hier eine Schraube lösen, um den Griff zu entfernen. Und hier diese Schraube muss ebenfalls gelöst werden. Dann kann man das Ganze nach oben rausziehen, und ich habe den Schaft separat hier. Lege ich mir erstmal auf Seite. So, dann haben wir hier natürlich die Mechanik von dem goldenen Stück. Ich werde es jetzt auch nicht weiternehmen, also nicht weiter auseinandernehmen, weil ich finde, so kann man es am besten erklären, in meinen Augen her. Und gut, legen wir los. Also, wir haben das komplette Hauptgehäuse natürlich aus Metall gefertigt, wie bei der Verarbeitung schon angesprochen. Wir haben im Inneren ein Kunststoffnozzle, was die Kugel führt. Dieses läuft aber auch sehr sauber, also es gibt keinerlei Probleme oder sonstiges. Verhakungen haben wir bis jetzt noch nicht entdecken können. Davon auf jeden Fall schon mal sehr schön. Stahlteile befinden sich hier, hauptsächlich der Wolfnocker bzw. der Auslasshammer. Der ist hier aus Stahl gefertigt, was auf jeden Fall der Haltbarkeit zugute kommt. Wir haben ebenfalls im Inneren eine Metall-Hop-Up-Kammer verbaut, das ebenfalls für die Stabilität dazu sorgt, dass sie lange ihren Dienst tut. Was wir noch sagen müssen, ist zum Beispiel, dass im Inneren von Haus aus schon gut gefettet ist und man da überhaupt nichts mehr nachfetten muss. Was allerdings aus Stahl ebenfalls ist, habe ich gerade eben vergessen, ist jetzt fällt mir der Name nicht ein. Genau, der Bolt Catch, jetzt habe ich es. Hat ein bisschen gedauert. Der Bolt Catch ist hier ebenfalls aus Stahl gefertigt. Das können wir uns mal hier so anschaulichen. Wenn das Magazin drin ist, der Bolt Catch wird nach oben gedrückt und der Bolt bleibt hinten. Wenn man jetzt ein neues Magazin einführt und es zurückzieht, kann man wieder ganz normal schießen. Was zu sagen ist, es gibt keinen Bolt Catch Release Button, also man kann das nicht von außen irgendwie lösen, den Bolt Catch, was allerdings schade ist. Für Leerschüsse beispielsweise mal zum Demonstrieren geht hier nicht. Also die Waffe ist nur schussfähig, wenn Kugeln im Lauf sind, Kugeln im Magazin sind. So. Gut. Immer weiterhin, wir haben hier oben das schöne Einstellrädchen, das drehen wir mal kurz raus. Genau, hier ist so eine Kugel, so eine kleine Messingkugel, aufpassen, dass ihr die nicht verliert, wenn ihr es mal aufmachen solltet. So, hier kommen wir auch ganz klar zur Schwachstelle von der KC02. Das Hop-Up greift kein bisschen. Man kann das Rädchen so weit reindrehen, wie es nur geht. Es wird keine Hop-Up-Leistung erzielt, was sehr schade ist. Wir haben es jetzt so gelöst, dass wir
von Kabelisolierung, relativ starres Kabelisolierung, hier oben was reinhauen und dann das Hopperbrettchen wieder neu einsetzt, damit die Druckwirkung dann auch auf das Hopper-Gummi entstehen kann. Und siehe da, man wird eine Hop-Up-Leistung feststellen können. Ich sage, das ist ganz klar die Schwachstelle. Von der Hop-Up-Leistung her muss man sagen, wenn es mal funktioniert, ist es gut, ist natürlich ausbaufähig, aber was hier zu verbessern gilt, ich würde jetzt zum Beispiel in der Mechanik selber jetzt nichts verbessern, lediglich den Lauf kann man zum Beispiel ändern, beziehungsweise das Hop-Up-Gummi. Das allerdings nur von Rateck. Diese Waffe ist nicht mit VSR-Gummis oder VSR-Läufen kompatibel, beziehungsweise anderen GBB-Läufen, sondern rein nur dem Rateck-Lauf. Link zu dem Lauf packe ich euch in die Videobeschreibung. Gut, dann kann man natürlich noch die Rails abmachen und es wird demnächst vielleicht noch ein Video kommen dazu. Und zwar mit einem anderen Stock. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine Online-Seite, die nennt sich ruger1022.de. Da gibt es zig Stocks ohne Ende, die man an die Waffe ranbauen kann. Schwarzholz, MacBook-Schaft, was auch immer. Und nicht einmal unbedingt so groß teuer. Ob diese Schäfte einfach so an diese Waffe ranpassen, das werde ich euch noch sagen. Ist leider noch im Versand, kam leider nicht mehr rechtzeitig zum Review. Reiche ich euch aber nach, so ein bisschen als Feedback, was man alles aus der 1022 machen kann. Gut, das gibt es zur Technik zu sagen. Abzug, wie gesagt, aus Metall. Kompletten Innereien sind Metall. Also auch durch diesen relativ sanften Blowback-Effekt tut die, denke ich, auf jeden Fall lange ihren Dienst. Wir haben schon eine jetzt seit über 6 Jahren im Team, da ist jetzt noch nichts passiert. Und ich hoffe, dass die jetzt auch so lange durchhält. Und damit gebe ich wieder ab rüber auf die Airsoft Couch. Dankeschön an dich da drüben an der Stelle. Und wir kommen nun zum Schuss und zum Chronotest, ob die Chronowerte und das Schussergebnis zufriedenstellend ist. Wir haben geschossen mit normalem, was haben wir eigentlich genommen? Genau, Abbey Gas haben wir gehabt, Predator Ultra Gas haben wir gehabt und 0,25 Gramm Bio-Kugeln. Den Schuss und den Chronotest, was da für Ergebnisse rausgekommen sind, das zeige ich euch jetzt. Machen wir jetzt noch schnell das Fazit, damit ich wieder fix hinauskomme, in den Pool, mich abkühlen. Also, die Waffe ist so, wie sie zu euch kommt, auf jeden Fall spielbar. Die Energien, gut, okay, sie sind relativ hoch mit knapp 1,8 bis 2 Joule, je nachdem, was für ein Gas man nimmt. Hier liegt auch der Schlüssel. Also, wie gesagt, wenn man ein leichtes Gas nimmt, dann ist er auf jeden Fall noch spielbarer, als wenn es das jetzt zum Beispiel mit so relativ hohen Drüsengas nimmst, wie jetzt zum Beispiel wir gemacht haben. Das Hop-Up ist so eine Wissenschaft für sich. Wie will ich jetzt sagen? Man muss das Hop-Up wie im Technikpart, ja, wie wir schon angesprochen haben, auf jeden Fall ein bisschen bearbeiten, sonst greift der Gummi nicht, sonst geht das Rädchen zum Reindrehen ja nicht direkt auf oder weit genug auf dem Hop-Up-Gummi. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, wo wir ansagen müssen. Was allerdings schön ist, ist die Verarbeitung von der Waffe,
ist tadellos. Ein paar kleinere Gussnähte, aber da kann man drüber hinwegsehen. Das ist das kleinste Problem, wie wir finden. Das Magazin hält auf jeden Fall dicht, ist einfache Bauweise, richtiger Klopper das Teil, da gibt es auch nichts zu sagen. Wir haben natürlich auch durch diesen relativ kleinen GWB-Effekt, sage ich jetzt mal, auch eine sehr hohe Gasausbeute. Wie wir gemerkt haben, mit einem Gasmagazin haben wir fast 4 Magazine verschießen können. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert, wie wir finden. Gut an für sich, wer im GWB-Bereich, im Gewehrbereich ein bisschen einsteigen will, für den ist es vielleicht eine Option. Ansonsten bleibt es euch überlassen, was ihr macht. Das war unser Eindruck von der Waffe. Wir finden sie gut. Das war's von mir und das ist Zeit, mich wieder von euch zu verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst halt einen Kommentar, ein Abo oder ein Like da. Ja, ansonsten sehen wir uns wieder demnächst. Euer Häubi, FV. Macht's gut.